In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat ein lokales Startup ein Hoverbike präsentiert. Mehrere Beamte, die bei der Präsentation anwesend waren, stellten fest, dass dies eine fortschrittliche Lösung für die Rettungsdienste ist. Immerhin steigt das 300 Kilogramm schwere Gefährt 20 Meter hoch und beschleunigt auf 80 km/h. Dafür sorgt ein Kawasaki-Rennmotor mit 230 PS. Eine Betankung reicht für 40 Minuten, genug um Fracht zu liefern, zu einem Patienten zu fliegen oder den Rettungskräften zu helfen. Es gibt Pläne zur weiteren Verfeinerung und zur Aufnahme der Produktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wobei der Preis pro Hoverbike auf 646.200 Euro geschätzt wird. Haie werden in Filmen wie Jaws oft mit Horror in Verbindung gebracht. Aber wenn man sich die Statistiken ansieht, ist alles gar nicht so schlimm. So wurden im Jahr 2001 weltweit nur 76 Haiangriffe auf Menschen gezählt. Zum Vergleich, jedes Jahr sterben etwa 150 Menschen an herabfallenden Kokosnüssen. Trotzdem werden weltweit zahlreiche Anti-Hai-Gadgets verkauft und eines davon seht ihr jetzt. Das 276 Euro teure Gerät verspricht dem Kunden ein 2,5 x 1 Meter großes elektromagnetisches Feld, in dem ein Hai unkontrollierbare Muskelkrämpfe bekommt, wenn er hineinkommt. Das Gerät wiegt 250 Gramm, kann an einem Gürtel getragen werden und hat eine maximale Betriebstiefe von 100 Meter. Diese Technologie soll sehr effektiv sein und funktioniert ebenfalls auch bei Rochen. Wale und Delfine werden allerdings nicht gestört, so die Entwickler. Wir haben mit wissenschaftlichen Durchbrüchen begonnen und erstklassige Technik hinzugefügt, sagen die Entwickler dieses Roboters. Früher sah er aus wie eine Plattform mit Beinen, aber jetzt hat er einen Oberkörper, Arme und einen Kopf. Einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass sich die Kniegelenke in die entgegengesetzte Richtung beugen, sodass der Roboter souverän auf Steinen und Gras läuft und auch Kniebeugen machen kann. Er wurde aber nicht für die Show gemacht, sondern für die Arbeit. Zum Beispiel in einem Lager oder für die Warenlieferung. Der Roboter kann bis zu 16 Kilogramm schwere Kartons tragen, sie auf ein Förderband legen und mit mechanischen Kollegen zusammenarbeiten. Der Roboter ist 16 Stunden lang einsatzbereit, ersetzt also bei Bedarf 2 Mitarbeiter. Der Preis bewegt sich im 6-stelligen Bereich. Die Kosten für eine Arbeitsstunde betragen unter Berücksichtigung aller Ausgaben 23 Euro. Dies ist die erste Methanrakete im Westen, die die bedingte Grenze zwischen Atmosphäre und Weltraum erreicht. Und auch die erste Rakete, die fast vollständig mit einem 3D-Drucker gedruckt wurde. Die Rakete Terran 1 stammt zu 85% aus dem 3D-Drucker. Geplant sind bis zu 95%. Und es ist auch das größte Objekt, das jemals in einem solchen Drucker gedruckt wurde. Die Gesamtzahl der Verträge für kommerzielle Starts beläuft sich derzeit auf über 1,5 Milliarden Euro. Die Aussichten sind also eindeutig nicht schlecht. Leider ist der geplante Start am 23. März fehlgeschlagen. Das Triebwerk der zweiten Raketenstufe fiel aus. Doch es ist möglich, eine solche Rakete in ein paar Monaten zu bauen. Und die Nutzlast beträgt 1250 Kilogramm. Nicht schlecht für Einsätze in der niedrigen Erdumlaufbahn. Wir bleiben beim Thema Fliegen und werfen einen Blick auf die Flugzeuge von Cirrus Aviation. Die SR-22 ist eines der beliebtesten einmotorigen Privatflugzeuge und auch die anderen Modelle stehen ihr in nichts nach. Eines der Geheimnisse ihres Erfolges ist ein Fallschirmsystem, das das Flugzeug aus dem Strömungsabriss holen oder bei technischen Problemen helfen kann. Es gibt bereits Fälle, in denen das System Piloten und Passagieren das Leben gerettet hat. Das sind zum Beispiel Aufnahmen aus Brasilien, bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Und auch die Leistung ist nicht schlecht.
Die SR22T-Version steigt auf bis zu 7620 Meter, hat eine Reisegeschwindigkeit von 395 km/h und eine Nutzlast von 565 Kilogramm und verfügt über eine Klimaanlage und eine Lederausstattung. Der Preis liegt im Bereich von 757.000 Euro. Was muss man tun, um einen solchen Haken für 148 Euro zu verkaufen? In der Beschreibung heißt es: innovativer, selbstlokalisierender, hochfester Haken für schwierige Arbeiten. Hinzu kommt eine Beschwerungsoption, eine Zuladung im Bereich von 2345 Kilogramm sowie eine Patentanmeldung. Und das ist schon genug für die Nachfrage. Außerdem kann man zusätzlich ein 15 Meter langes Seil, eine Halterung und eine Tasche kaufen, um das alles nicht zu verlieren. Der Haken wiegt Aluminium sei Dank nur 412 Gramm. Würdet ihr für diese Innovation eure Brieftasche öffnen? Eine interessante Entwicklung aus Deutschland. Dort werden Brände buchstäblich von der anderen Seite betrachtet. Stellen wir uns folgende Situation vor: Ein Lagerhaus in einem Industriegebiet wird gelöscht. Das Lagerhaus wird auf jeden Fall zu Schaden kommen. Nicht nur wegen des Feuers, sondern auch wegen des Schaumes, Wasser und wegen anderer Dinge. Doch was ist mit dem benachbarten Gebäude? Warum müssen auch sie leiden? Wenn das Feuer stark ist, dauert es lange, bis es gelöscht ist und die Gebäude können durchaus überflutet werden. Die Lösung ist ganz einfach. Diese Löschwasserbarrieren werden in Öffnungen montiert und automatisch oder manuell abgesenkt, ohne dass Flüssigkeit eindringen kann. Man braucht dafür ganz wenig Platz. Sie sind beständig gegen viele Chemikalien und haben maßgefertigte Abmessungen. Das klingt großartig. Gibt es Leben auf dem Mars? Mars Rover helfen, diese Frage zu beantworten. Der Hightech-Roboter Perseverance arbeitet seit 2021 auf dem roten Planeten und hat bereits mehr als 12 Kilometer zurückgelegt. Und auf der Erde werden derzeit modernere Optionen entwickelt. Dieser Prototyp heißt Sherpa TT und hat bereits in einer Sandgrube in Deutschland, in der marokkanischen Wüste und an anderen Orten gearbeitet. In Deutschland hat man festgestellt, dass der Sherpa TT schneller ist als der Perseverance. Er braucht weniger als 3 Stunden, um 500 Meter zurückzulegen. In Marokko tauchte jedoch ein Problem auf. Die Dünen waren alle so ähnlich, dass der smarte Roboter Probleme mit der Navigation hatte. Der Prototyp legte jedoch etwa 1,3 Kilometer zurück und sendete sogar erfolgreich eine Nachricht über Felsen, die es wert sind, fotografiert zu werden. Musikfans, aufgepasst! In Hongkong hat man sich transparente Lautsprecher ohne Subwoofer ausgedacht. Der Glasblock wird von Minimotoren in Schwingungen versetzt und es entsteht ein Ton. Um etwas zu hören, muss man zwar direkt vor dem Lautsprecher sitzen, aber die Entwickler betrachten dies als Vorteil. Mehrere Personen im selben Raum können unterschiedliche Musik hören, ohne sich gegenseitig zu stören. Und unter dem Glas kann man ein Foto wie in einem Fotorahmen einfügen. Man kann sich per Bluetooth oder über eine 3,5 mm Buchse mit dem Lautsprecher verbinden. Wenn es zwei davon gibt, erhält man sogar ein Stereopaar. Die Auslieferung beginnt diesen Sommer. Der Preis liegt bei 305 Euro für einen Lautsprecher und ab 416 für ein Paar. Diese Entwickler haben eine nicht weniger interessante Aufgabe, den weltweit ersten kommerziellen Haushaltsroboter zu bauen. Und es sieht so aus, als wären sie auf dem richtigen Weg. Über den Anabot Evo X hat sogar Forbes schon berichtet. Und auf Kickstarter wurden statt der geplanten 9.200 Euro mehr als 305.000 Euro gesammelt.
Wenn alles nach Plan läuft, werden im zweiten Quartal dieses Jahres die ersten Roboter zu den Kunden ausgeliefert. Aber was können sie eigentlich? Sie unterhalten. Der Nutzer kann mit dem Roboter kommunizieren. Er hat eingebaute Lautsprecher und ein Harman Audio EFX Soundsystem. Und sie können überwachen. Dank Sensoren und 4K-Kameras bemerkt der Roboter sofort, wenn jemand stürzt oder weint und lässt kleine Kinder und Tiere nicht in potenziell gefährliche Bereiche des Hauses. Der Roboter ist etwa so groß wie ein Fußball, hat eine Geschwindigkeit von etwa 1,5 Meter pro Sekunde und kostet ab 526 Euro. Eine neue Art zu fliegen. So positioniert sich die Entwicklung aus Deutschland, obwohl es sich eigentlich um ein Hybrid aus Drohne und Luftschiff handelt. Es fliegt mit Helium, die Größe kann geändert werden und die Einsatzmöglichkeiten sind ganz vielfältig. Von Patrouillen bis zur Zustandsbewertung von Brücken. Mit einer Nutzlast von bis zu 500 Gramm und bis zu 120 Minuten Flugzeit vereint der H-Aero Zero Sicherheit, Ausdauer und Vielseitigkeit und ermöglicht völlig neue Anwendungen für industrielle und gewerbliche Innenraumlösungen. Die Version Kite hebt bis zu 3 Kilogramm Nutzlast und auf 200 Meter Höhe. Die Drohnen können autonom fliegen, sind mit 4G, 5G und Satcom kompatibel, können mit Solarmodulen betrieben werden und sind in kundenspezifischen Versionen erhältlich. Es gibt keine Größenbeschränkungen, fügen die Entwickler hinzu. Wir glauben ihnen gerne, denn zu den Partnern gehört unter anderem die Internationale Zivilluftfahrtorganisation. Viele von euch kennen das Unternehmen Acer wahrscheinlich für ihre Computer, Laptops, Projektoren und andere ähnliche Geräte. Aber habt ihr gewusst, dass der taiwanesische Hersteller auch den Fahrradmarkt ins Visier genommen hat? Ein Elektrofahrrad mit künstlicher Intelligenz und automatischer Gangschaltung klingt gelinde gesagt interessant und ist angesichts des Gewichts von 16 Kilogramm absolut hervorragend. Weitere Merkmale sind die 110 Kilometer Reichweite, das Laden von 0 auf 100% in 2,5 Stunden, 25 km/h Höchstgeschwindigkeit, Airless-Reifen, eingebaute Beleuchtung und eine Diebstahlwarnanlage. Zudem hat das Unternehmen eine mobile App entwickelt, die das Fahrrad sperren kann und Routentipps enthält. Bei Bedarf fungiert das Fahrrad auch als Powerbank. Angaben zu Preisen und Produktionszeiten gibt es noch nicht, aber laut einigen Berichten wird man mindestens 1.380 Euro ausgeben müssen. Müsst ihr regelmäßig auf Stahlbalken klettern? Mit diesem Kit für Höhenarbeiten erfolgt die Arbeit 5-mal schneller als über Treppen und 3-mal schneller als mit Aufzügen. Darüber hinaus stören Schmutz, Fett, Wasser und Eis die Leute nicht bei der Arbeit. Testergebnisse zeigen, dass sich die Fußstützen selbst dann nicht bewegen, wenn man mit einem Vorschlaghammer auf sie einschlägt. Alles dank der Hebelwirkung. Die Absturzsicherung lässt sich ohne Werkzeug mit einer Hand einstellen und bietet eine große vertikale Beweglichkeit. Sie gleitet leicht über den Balken und drückt ihn im Notfall automatisch zusammen, um das Gewicht eines erwachsenen Mannes auszuhalten. Das gesamte Kit kostet 620 Euro.